Das ist das Haus von Klaus und Kate. Kate hat davon gehört, dass zu viel Strahlung von radioaktivem Material gefährlich sein kann. Aber zum Glück ist kein strahlendes Material in der Nähe. Oder doch? Klaus hat nämlich von einem radioaktiven Stoff namens Radon gehört. Er will es genau wissen und kauft sich ein Messgerät, mit dem man Radon nachweisen kann. Er misst bei Kate oben im Haus, im Erdgeschoss und im Keller. Und er wundert sich. Im Keller misst er viel Radon, im Erdgeschoss etwas Radon und auch oben bei Kate misst er immer noch ein wenig. Er fragt sich, woher dieser Stoff bloß kommen kann und wieso unten im Haus mehr vorkommt als oben bei Kate. Unter dem Haus gibt es Erd- und Gesteinsschichten. Dort kommt auch das natürliche radioaktive Element Uran vor. Das Uran zerfällt mit der Zeit und bildet neue Stoffe. Darunter auch das Gas Radon. Auch Radon ist radioaktiv und gilt nach dem Rauchen als wichtigster Grund für Lungenkrebs. Weil das Radon gasförmig ist, kann es aufsteigen. Entlang von Fugen oder kleinen Rissen in den Kellerwänden kann es in den Keller eindringen und sich dort sammeln. Klaus und Kate möchten das Gas nicht einatmen und gehen lieber weit weg. Aber oben hat Klaus doch auch Radon gemessen. Das Gas kann sich nämlich im ganzen Haus ausbreiten und sich dort verteilen. Klaus und Kate sind ein wenig verunsichert. Wie kann man bloß das gefährliche Gas aus dem Haus herausbekommen? Das einfachste ist, die Räume im Haus regelmäßig gut zu lüften, damit sich das Gas nicht ansammeln kann, sondern entweicht. Doch trotz des Lüftens im Haus ist immer noch zu viel Radon im Keller. Ein Fachmann berät die beiden, wie sie ihren Keller besser abdichten können. Klaus und Kate sind schon ein wenig beruhigter. Also immer gut lüften, dann riecht es auch nicht nach alten Socken.